Fort. Und ja, gut, da haben wir jetzt noch kurz die Input-Schalt sozusagen, der Brick, 1,79 groß, 82 Kilo. Da haben wir, ich kann mich erinnern, dass er im letzten Event bei der Einblendung 19 Jahre alt war, Alex. Da haben wir gedacht so, da habe ich irgendwas verpasst, aber 28 ist ja eindeutig plausibler. Da sieht man nochmal den Vergleich, 24 und 29. Mhm. 29. Genau, da steht, das sind die Regeln, also 10 Minuten Combat. Es steht so keine Punkte im Spiel, das heißt Submission oder Technical Knockout für den Sieg. Ansonsten Referee Decision, Aggression wird belohnt, Aktivität wird belohnt in der Schiedsrichterentscheidung. Aber ich vermute, wir werden einen Finish sehen. Genau, noch ganz kurz, immer zu Beginn, machen wir natürlich mit, oder starten wir mit der Werbung Motion Point, die Shoutout Fight League Partner Physiotherapie-Praxis, Motion Point eben von Milka Alteneder, ist auch die Praxis für Physiotherapie, Podotherapie und Osteopathie und sowohl präventive Therapie zur Verletzungsprophylaxe als auch individuelle Betreuung nach Operationen und Verletzungen gibt es hier. Und wir haben noch HP1, das Hotel, Partnerhotel der Shoutout Fight League, ist eben das HP1 Design und Budget Hotel in Wiener Neudorf und da hat man 24/7 eine kostenlose Check-In-Möglichkeit und bekommt Sonderkonditionen, wenn man bei der Online-Buchung in der Infobox das Kennwort Shoutout eintippt. Genau. Ja, wir hatten da kurz ein kleines technisches Problem. Marek ist gegen die Käfigtür gefallen oder gelaufen. Es hat scheinbar ein bisschen die Tür verschoben. Aber ja, weiter okay. Geht's. Okay, jetzt geht's richtig los. Schwere Collateral von Marek. Versucht den Kopf tiefer zu ziehen. Gut, Alex konnte wieder ein Single Leg, er geht auf einen Bodylock. Jetzt gilt es, Position zu halten. Gut. Alex hat einen Bodylock, einen sogenannten, eine starke Position, um die Hüften des Gegners zu blockieren. Ah, jetzt kommen schon die Schläge ins Spiel. Man darf von unten und von oben schlagen, sobald der Kampf am Boden ist. Ja. Alex taucht seinen Kopf unter seinen Arm, der schützt ihn ein bisschen vor den Schlägen. Der Job von Alex ist, über das Knie zu steigen, mit dem linken Bein, über das rechte Knie des Gegners. Sobald er das bekommt, hat er eine sehr solide, stabile Position. Ja, er macht schon guten Fortschritt. Wenn er jetzt über das Knie ganz drüber steigt, dann, ja, er drückt das Knie runter und... Ein bisschen was fehlt noch. Es hat seinen Kopf noch ein bisschen mehr, aber das sind die Schläge jetzt natürlich, die das Ganze ein bisschen abändern. Seinen Kopf ein bisschen mehr gegen das Kinn des Gegners drücken. Jetzt kommen wir schon langsam rein, ja. So weit, so gut. Muss man dazu sagen, die Schläge nicht sonderlich stark, weil natürlich... Wie gesagt, nur offene Hände erlaubt. Ja, ne? Marek auch immer während der Schläge darauf achten muss, dass er nicht passiert wird. Genau. Ja. Marek macht aber einen sehr guten Job darin, Distanz zu halten, Butterfly Hooks zurückzubekommen. Also er macht es Alex nicht leicht, ihn zu passieren, aber jetzt wäre eine gute Gelegenheit aufzustehen und vielleicht ein paar Schläge anzubringen. Jetzt eine gute Gelegenheit, ja, das wäre eine gute Gelegenheit. Wir sehen noch, wie schnell Marek versucht, noch oben zu ringen. Alex entscheidet sich für eine Kimura als Konter. Keine schlechte Idee, aber er muss aufpassen, sobald er sie verlieren sollte, dass er nicht gleich mit Schlägen gekontert wird. Aber soweit so gut. Marek respektiert den Kimura-Versuch. Ja, Alex könnte auch für eine Triangel gehen, potenziell hier, ja. Nach wie vor einen starken Biss um den rechten Arm des Gegners. Ich glaube, es bräuchte einen entschlossenen Ruck am Arm. Marek versteckt seinen Arm vor seinem eigenen Körper, er fädelt seinen Arm sogar zwischen seine Beine, das schützt ihn davor, dass die Kimura wirklich gefährlich wird. Okay. Alex entscheidet sich, die Kimura aufzugeben.
Sehr aggressiv. Sehr aggressiv. Marek hat sich in die Mount vorgearbeitet. Das ist natürlich jetzt keine gute Position offensichtlich. Ja, keine gute Position. Alex entscheidet sich lieber den Rücken herzugeben, als unten in der Mount zu bleiben, was nicht die schlechteste Idee ist. Gut. Im Moment eindeutig Marek in der besseren Position. Alex sollte jetzt versuchen, seine Hüfte auf den Boden zu bringen. Aber wie gesagt, Schläge ändern das Ganze ein bisschen. Okay, so hat es also, ob Marek wieder auf den Rücken weiter will. Er hat auch einen Armbar hier potenziell. Alex muss ja höllisch aufpassen und richtig reagieren, je nach der Attacke. Ja, zu Beginn eigentlich gut gestartet, Alex. Sehr gut gestartet, ja, aber wie gesagt, ein kleiner Scramble, der schief geht und plötzlich ist man in einer... Und wie gesagt, mit Schlägen noch dazu rechnet die Fehler noch viel mehr. Ja. Ja. Im Moment sehen wir einen... Ja. Gut, Alex hat seinen Arm wieder befreit, aber ja, jetzt kommen halt wieder die offenen Schläge ins Spiel, offenen Handschläge. Ja, er wird wahrscheinlich wieder seinen Rücken offerieren, weil langfristig ist es keine Option hier zu bleiben. Ja. Marek reitet die Position sehr gut. Er ist ein bisschen asymmetrisch mit der Hüfte. Das ist eine Chance für Alex. Wenn er ihn nach rechts abschütteln kann, hätte er Top-Position und könnte sich jetzt remarschieren. Ich hätte gerne, dass er den linken Hook von Marek löst. Dann könnte er ihn wirklich abschütteln. Seinen rechten Arm wieder vor dem Körper von Marek platzieren. Dann wäre er praktisch in einer Guard-Position nicht mehr kontrolliert. Aber es ist nicht einfach. Marek hat gute Kontrolle über das Handgelenk auf der linken Seite. Das verbindet ihn. Und Alex, ja, kämpft nach wie vor mit der Kontrolle. Da geht auch extrem viel Kraft drauf. Das muss man auch. Ja, es ist Mounts, Mitschlägen oder Rückenkontrolle. Gibt angenehmeres. Das sind die schlimmsten Positionen, in denen man sagen, oh, eine starke Armtrap von Marek. Alex müsste jetzt seinen Limparm machen, seinen rechten Arm entspannen, versuchen die Schulter zu befreien rechts. Ja, man sieht es jetzt nicht im Stream, aber du lebst natürlich mit. Ich lebe mit. Du fühlst das auch. Ich spüre es. Ja. Ja. Gut, Alex hat seinen Arm wieder befreien können, das ist sehr gut, weil das war eine extrem gefährliche Situation. Das war offen für Schläge und Würgegriffe. Okay, keine besonders starken Schläge. Ah, exzellentes Timing von Alex. Jetzt wäre es Zeit zu schlagen. Er muss aktiv sein, er muss zeigen, dass er hier... Genau, 10 Minuten Lauf der Kampf. Gewinnen will, 10 Minuten Lauf der Kampf. Problem ist, er ist der Close Guard von Marek. Das heißt, wenn er zu aggressiv schlägt, öffnet er sich für Gegenattacken, für Triangeln, Armbars. Ich würde ihm fast empfehlen, aufzustehen und von dort zu schlagen. Vielleicht in eine breite Grätsche gehen, ein paar Schläge runterprasseln und wieder von vorne. Das wäre wahrscheinlich die beste Taktik hier. Aber Marek macht das immer noch gut, auch in dieser Position. Marek also bindet die Arme von Alex, er schlägt immer kurz dazwischen. So, jetzt okay, er ist kurz ein bisschen höher gewonnen. Ja, der Kampf ist, man muss höher gewinnen, Posture erzeugen, das heißt sich aufsetzen als Oberer und dann hat man Gelegenheit zu schlagen. Aber wie gesagt, Marek, man merkt auch die MMA-Erfahrung. Ja. Er tut alles, um die Haltung von Alex zu brechen, seinen Kopf tief zu halten, seine Arme zu blockieren. Ja, Overhook links sieht man jetzt. Und Alex muss aufpassen, wenn er jetzt schlagen würde, wäre er ein bisschen verwundbar. Okay, ja, er nutzt ihn gut. Marek versucht noch umzuringen, aber jetzt wäre eine Gelegenheit. Gut, Throwbys, ja. Jetzt wäre eine Gelegenheit, den Rücken zu nehmen. Gut. So, Möglichkeit. Marek ging nach oben mit einem Underhook auf der linken Seite. Alex muss jetzt höllisch aufpassen, er will auf keinen Fall, dass er wieder nach oben bringt und wieder eine neutrale Position bekommt. Jetzt wäre eine gute Idee, entweder in Front Headlock zu gehen. Na, okay, neutrale Position. Keine Schläge am Stand, normales Ringen. Über den Marek haben wir jetzt keine Informationen zu seinem Fitness-Level, aber er wirkt sehr fit. Alex, gut, wenn du den Alex so einschätzt, wie ist er so Alex konditionell drauf? Alex ist sehr gut in Form. Das heißt, er kann über die volle Zeit. Er kann über die volle Zeit, nein. Also er ist extrem athletisch, man sieht es auch. Er hat sich vorbereitet körperlich, da mache ich mir weniger Sorgen. Aber wie gesagt, das ist eher jetzt eine Frage der Taktik. Alex sollte jetzt noch einmal versuchen. Top, ja, ein schön getimter Double Leg. Exzellent.
Marek versucht ihn mit einer Guillotine zu kontern, benutzt es, um aufzustehen. Alex dreht sich aus der Guillotine raus, aber opfert seine Position dabei. Und vor allem, was der Marek wieder sehr gut macht, ist, er schlägt auch immer sehr schnell so zwischendurch. Ja, ja. Kurze Schläge, die er... Es zeigt Aktivität und es zeigt Dominanz, ja. Und das ist das wahrscheinlich, was ihnen ein bisschen einen Vorsprung gibt in diesem Match. Aber Alex hat noch Chancen zu gewinnen. Er hat noch immer Möglichkeiten zu submitten. Falls er einen Sweep bekommen sollte, könnte er. Ja, er versucht ihn noch umzuringen, aber die Guillotine ist ein starker Konter. Und die, ja, und haben es gar nicht dazu gesagt, übrigens ist das Gewichtsklasse bis 84 Kilo. Mhm, Mittelgewicht. Ganz wichtig, genau. Mhm. Ja. Alex ist bei dir im Team, also Roger. Team Roger Gracie, Vienna, genau. Mhm, und Marek Romatka kommt von Swag Bruno. Okay. Ich hätte jetzt gerne ein bisschen mehr, wie muss man sagen, Druck von Alex gesehen, weil, so wie ich es einschätze, ist er eher hinten. Ja, wieder ein schöner opportunistischer Double Leg. Der Kopf steckt in der Guillotine. Ich habe das Gefühl, Marek versucht gar nicht zu finishen, er benutzt es eher, um aufzustehen und nicht von unten Schläge zu kassieren, was eine smarte Strategie ist. Und Alex hat schon zweimal einen sehr guten Takedown, dreimal. Ja, ein sehr schöner Bodylock-Takedown. Und jetzt, das ist die Chance. Jetzt wäre die Gelegenheit, den Choke zu schließen. Ah, rausgerutscht. Rausgerutscht. Er sucht wieder eine Kimura auf der weiten Seite. Weil jetzt muss er ranreißen. Das kann man nicht mehr halb machen. Jetzt. Ah, das war das Ende des Matches. Und da hätte sich zum Ende noch die Möglichkeit ergeben. Er hat schön nochmal was gezeigt, ob es reicht für die Schiedsrichter. Das ist die Frage. Deine Einschätzung? Schwer zu sagen. Marek war länger oben, hat länger dominante Position gehabt, hat aktiv geschlagen, während er oben war. Wenig überraschend, leider, Marek hat definitiv mehr dominante Kontrolle gehabt im Matchverlauf. Marek, it was a heated exchange. It looked fairly equal. Both of you had great chances. You had some Kimura guillotine attempts, so did Alex. How did you prepare for this match? I prepared this match like I started going to my wrestling class. A Tuesday, like fourth time I'm in wrestling, and that was my preparation. Then I did one round with Honza Sach, and that was all. You already did some slap grappling. How many matches have you had so far? I had only one slap grappling. I won by TKO. I wanted to win this fight too by TKO, but he's really tough. He is really tough. I didn't want to submit him because one time the real KO, but very tough guy. What do you prefer, grappling or combat jiu-jitsu? I think grappling because my mom doesn't like when I harm people. Marek Romatka, meine Damen und Herren! Alex, how are you doing? Ja, mir geht's gut. Wir machen ein Teil auf Deutsch, ein Teil auf Englisch und zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, oder? Wie du magst. Alex, wir beide trainieren gemeinsam. Wie hast du dich speziell auf Combat Jiu-Jitsu vorbereitet? Du hast schon MMA-Kämpfe hinter dir. Wie ist da der Unterschied zwischen jetzt Slap Grappling und MMA? Ja, mit Schlagen ist es ganz unterschiedlich, kann man sagen. Aber ich bin dankbar, dass ich habe sehr gute Training-Partners. Danke an
Harris, Markus und alle meine Trainingpartners. Wir haben ein bisschen Slap Grappling gemacht ins Fitnessstudio, aber ja, ich glaube, ja, ich weiß nicht, die ersten 5 Minuten, ich weiß nicht, ich war nicht hier im Octagon, sondern I was elsewhere, I guess you could say, and then in the last 5 minutes, I kicked it on. I just wanted to say a big thank you to everyone in Australia that's watching. There, I had a bad knee injury last year, and there were about 30 or 40 people from Australia that, out of the blue, just put a lot of money together, and they ended up paying for my surgery, paying for my rehabilitation. So thank you to Gracie Barrow Wollongong, Talk To Me Bro, and Synergy Jiu-Jitsu, because the money that they raised not only paid for the rehabilitation, because I know how much jiu-jitsu means to me, but all the remaining money that we raised, we were able to give to Fight For A Kid, which is an organization that helps young kids in Brazil get off the streets and get into a martial arts gym, get into a martial arts gym to avoid a life of crime and violence. And that's what this should all be about, you know. Martial arts, it can be a very egotistical thing, a very selfish endeavor, but at the end of the day, I think that we should also be thinking as fighters about how can we fight for others and give back to others. So thank you to all those people. Applaus für Alex Goldberg.